Hallo und herzlich willkommen zu Gurken Gustavs Let's Play. Heute wieder mit dem Euro Truck Simulator 2. Es kam heute ein Update, beziehungsweise ein neuer Patch. Das ganze Spiel wurde jetzt auf die Version 1.38 gepatcht. Wer jetzt die Promos verwenden sollte, der muss das Ganze wieder zurückpatchen. Und zwar auf 1.37. Ich habe das erstmal zurückgepatcht, weil ich die Promods gerne weiter nutzen möchte. Wir müssen aber halt erst warten, bis dann die Promods generell aktualisiert wurden. Müssen wir mal schauen, wann sie das machen. Ich werde da jeden Tag einmal reingucken, um zu gucken, ob das schon gemacht wurde. Das kann immer ein klein bisschen dauern. Wie gesagt, die Leute, die machen das nebenbei, die Promods erstellen, die sind auch arbeiten, deswegen haben sie nicht immer die Zeit, das gleich zu aktualisieren alles. Ist überhaupt nicht schlimm, wie gesagt, ich habe jetzt meine Version definitiv einmal komplett zurückgesetzt auf 1.37, damit ich die Promods nutzen kann und euch weiter diese ja, Vorzüge zeigen kann von Promods. Solltet ihr allerdings der Meinung sein, nein, für mich ist das jetzt überhaupt nicht essentiell wichtig, dass ich die Promods dann verwende, könnt ihr auch erstmal die Version 1.38 weiter oder spielen, müsst dann allerdings auf die Promods verzichten erstmal, bis dann neue kommen. Ich werde dann, wenn es soweit ist und diese Promods komplett erneuert wurden, auch wieder zurücksetzen oder den Patch wieder neu raufsetzen, damit ich dann mit der 1.38 Version spielen kann, mit der neuen also, damit es da halt keine ja, Probleme gibt. Gut, okay, wir waren das letzte Mal stehen geblieben, indem wir unseren Auftrag zu Ende gefahren haben. Das heißt, wir können jetzt wieder einen neuen Auftrag annehmen. Werden wir auch tun. Das war jetzt eben gerade nur so zur Info für euch. Nicht, dass ihr euch wundert, warum bei mir immer noch die Version 1.37 steht, obwohl es ja eigentlich schon die 1.38 steht. Wie gesagt, hat einfach nur damit was zu tun. Ich möchte gerne meine Promos weiterverwenden und dann muss ich halt zurückpatchen. Komme ich nicht drum rum, ist aber überhaupt nicht schlimm. Gut, wir hatten gesagt, wir wollten uns hier einen Auftrag raussuchen, der uns ein bisschen mehr Schotter gibt. Also wir haben jetzt die Möglichkeit, entweder fahren wir von Malmö nach Viborg, das wären 403 Kilometer, wären 12.118 Euro, wäre ein Tandem, wieder Zug, also ein Kombizug. Würden wir kriegen pro Kilometer 29,20 Euro. Oder wir fahren Leerpaletten, 35 Tonnen, auch in einem Kombizug für 20,89 Euro von Turku nach Fexio. Das wäre hier oben. Wäre noch einen kleinen Ticken weiter. Oder wir fahren Autos von Turku nach Malmö. Wäre auch noch mal einen Ticken weiter. Das wären dann mit Seeweg irgendwas mit 900 Kilometer knapp. Oder ich hatte hier noch ein. Jetzt muss ich mal kurz schauen, wo der gewesen ist. Der war es nicht. Der war es auch nicht. Der auch nicht. Das kann auch sein, damit der jetzt gerade wieder raus ist. Dann ist das halt in dem Moment Pech. Das ist der. Nee, das sieht so aus, als wenn der gerade raus wäre. Ja, dann ist das halt so. Dann ist er halt raus. Macht aber überhaupt nichts. Ich würde sagen, wir nehmen den für 29,20 Euro. Und zwar diese Börsäure oder Bohrsäure oder wie sie heißt, diese 27 Tonnen. Sind auch nur 403 Kilometer. Wie gesagt, geht von Malmö nach Viborg. Den werden wir uns vorknöpfen, weil ich hier wirklich am meisten pro Kilometer kriege. Für den da oben würde ich bloß 16,86 Euro kriegen pro Kilometer. Müsste dann aber allerdings auch über 727 Kilometer fahren. Muss ja nicht sein. Wir wollen ja wirtschaftlich denken, also nehmen wir uns den unten zur Brust. Ist zwar ein Kombizug, aber es ist nicht so tragisch. Das ist überhaupt nicht schlimm. Kriegen wir schon irgendwie gebacken mit diesen langen Dingern. Ach, geht's. Ich werde das jetzt hier mal so lassen. Muss ich jetzt nicht unbedingt noch wirklich einsteigen. Jetzt muss ich aber mal schauen, wo wir hier rausfahren können. Da können wir rausfahren.
Okay, da steht nichts. Da steht der. So, dann gucken wir mal, wie weit wir hier vorfahren können, ohne dass wir da irgendwas wegrammeln. Weil manchmal hat man nämlich das Problem, dass die Höfe viel, viel kleiner sind als die Züge selbst. Das heißt, so ein Zug hat dann so eine Länge, dass du hier teilweise gar nicht rumkommst. Biege nach links ab. Das ist manchmal das Problem. Wir werden wahrscheinlich jetzt hier das gleiche Problem haben. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Okay, das sieht ganz gut aus. Sind wir rumgekommen. Sehr schön. Nimm diese Ausfahrt. Jo, das machen wir so. Und? Ups. Gegenrammelt, und das meine ich. Du musst unheimlich ausholen mit diesen Dingern, deswegen fahre ich ungern Kombizüge. Sehr, sehr ungern. Kleinen Moment, ich muss mir das doch ordentlich einstellen. Das ist sonst schrottig. Kleinen Moment, so, zack, zack. Machen wir so. Das lassen wir alles so. Das lassen wir auch so. Können wir auch einen Tick runtersetzen. Oh Gott. So, dann können wir Vollgas geben. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Kreisverkehr, dritte Ausfahrt nehmen. Jo, das machen wir. Nimm diese Ausfahrt. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Also wie vorhin schon erwähnt, sofern die Promos wirklich aktualisiert sind, werde ich das auch tun. Dann werde ich meins auch wieder alles aktuell halten. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt auf diese Promos halt nicht verzichten. Wir fahren hier durch, weil hier ist das nämlich automatisch alles. So. Fotostudio. Dann schauen wir mal. Gucken, ob wir hier so ein geiles Foto machen können. So. Jetzt schauen wir mal hier. Grad der Unschärfe brauchen wir nicht. Unschärfe zu Schärfe brauchen wir auch nicht. Ich würde sagen, das sieht doch ganz gut aus so. So. Und zack. Sehr schön. Sorry Leute, musste einfach mal sein. Einfach mal einen schönen Screenshot von machen.
So, dann quälen wir uns den Berg wieder hoch. Yeah. Na, waren wir wieder zu schnell unterwegs, Herr Kollege. Bitte links halten. Und ich glaube, in Viborg waren wir auch noch gar nicht, ne? Also passt ja dann ganz gut, wenn wir da jetzt hinfahren. Bitte links halten. Wow, nein, wir müssen rechts rum. Oh nein. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir da irgendwo anders lang kommen. Da können wir nicht lang fahren. Wir könnten aber... Wenn er sagt, wir sollen hier lang fahren, könnten wir so fahren. Ja, das werden wir auch tun. Dann haben wir nicht einen, dann haben wir nämlich nicht ganz so einen großen Umweg. So, zack. Okay, wir fahren los. Weil irgendwas scheint ja hier nicht zu stimmen, dass wir hier lang sind. Aber das ist ja jetzt hier nicht ein, ist ja jetzt hier nicht so, also ein großer Umweg. Also wenn wir jetzt tanken müssten, müssten wir auch die Tankstelle hier nehmen. Also daher alles gut. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Und die nächste Ausfahrt gesperrt, das ist ja auch prima. Nimm die Ausfahrt rechts. Jetzt müssen wir gucken, ich glaube, da gab es aber auch nichts anderes, wo wir hätten langfahren können. Eieieiei, wir kommen ja hier nirgendwo lang. Da ist ja alles gesperrt jetzt. Aber wir könnten eventuell... Jetzt mal kurz zurück. Eventuell hier und dann... Ach, müssen wir wieder in die Stadt zurückfahren. Ach, das ist ja auch blöd. Das ist ja jetzt auch blöd. Zeit zu gehen. Dann sind wir jetzt ganz gemein, weil rechts halten lang. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Wir fahren einfach an die vorbei. Biege nach rechts ab. Weil das war jetzt wirklich eine ganz, ganz viele, eine fiese Keule, was die CPU hier gerade gemacht hat. Ist ja, Gott sei Dank, ein Spiel, da können wir das ruhig mal machen. Immer geradeaus.
So, und dann fahren wir hier vorne einfach gleich wieder auf die Autobahn ruf. Und schwupp sind wir wieder auf der Originalstrecke, die wir eigentlich sonst noch fahren müssen. Wow, was ist denn da los? Gibt es hier neuerdings überall nur Unfälle? Na gut, dann machen wir das anders. Dann werde ich den Part erstmal beenden, weil an dem kommen wir jetzt wirklich wahrlich nicht dran vorbei. Aber so, zack, da würde ich sagen, beende ich hiermit erstmal den Part. Weil spätestens, ich glaube, wenn ich es neu lade, müsste das eigentlich funktionieren. Gut, bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen und fürs Zuhören. Wünsche euch noch einen angenehmen Nachmittag und sage bis zum nächsten Mal. Euer Gurken Gustav. Bye bye.